Das hätte auf jeder Rennstrecke passieren können, wenn ein Auto brennt und wenn die Feuerwehrleute nicht arbeiten können, auf jedem Straßenkurs sozusagen, wo die Auslaufzonen limitiert sind, dann sind die Arbeitsbedingungen immer begrenzt. Der vierte Start des Tages macht den Formel-1-Weltmeister Rosberg um eine Erfahrung reicher. Im weiß-gelben Calibra erlebt der Finne den größten Massencrash der DTM-Geschichte im Zentrum des Geschehens. Der Schubser von Nicola Larini macht Rosberg zum wehrlosen Spielball der Physik. Doch Larini ist diesmal nicht der Übeltäter, denn Rosberg dreht den Motor beim Beschleunigen zu hoch. Als der Drehzahlbegrenzer einsetzt, verliert der Calibra minimal an Vortrieb und Larini fährt auf. Weitere Hauptbeteiligte des Unfalls, bei dem niemand verletzt wird, Magnussen im Mercedes und Danner im Alfa. Das, was ich mitbekommen habe, ist, dass Keke sich gedreht hat. Und ich weiß nicht, ich glaube, er hat mich dann voll getroffen. Und ich bin Gott sei Dank links auf der Seite noch geradeaus weitergekommen, aber sonst kann ich nicht recht viel sagen. Irgendwie hat er sich gedreht, was sonst war, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, es war Larini, hat mich hinten in die Ecke getroffen. Da war einfach kein Platz für den zwischen die Autos und das nicht von Gas und hat mich gedreht. Und dann kam natürlich eine Kettenreaktion und ich war wirklich wie ein Tischtennisball dazwischen. Wie schnell waren Sie? Ja, was sind wir da? Auf sechster Gang? Wir sind bestimmt 260. Die AWUS bietet ein Bild der Verwüstung, der teuerste Schrottplatz Berlins. Nach kurzer Beratung wird beschlossen, das Rennen nicht noch ein weiteres Mal zu starten. Hermann Tomczyk, Sportkommissar der nationalen Motorsportbehörde UNS, nennt die Gründe. Es gab fast kein Fahrzeug, das nicht irgendwie Beschädigungen haben hätte können. Schon allein vom Überfahren der Trümmer und ähnliche bei hohen Geschwindigkeiten, sodass es mindestens einer Stunde Reparaturpause bedürft hätte, um alle Fahrzeuge so zu checken, dass man auch sagen kann, die sind renntauglich.